Am 3. Dezember 2016 geht ein Notruf bei der Polizei in Neptune City ein. Ein Uber-Fahrer hat mitten auf einer Brücke über den Shark River ein verlassenes Auto vorgefunden. Es ist der Beginn einer verzweifelten Suche. Die Suche nach Sarah Stern. Aber auch eine Suche nach der Wahrheit. Denn es ist ein Verschwinden, in dem nichts so ist, wie es auf dem ersten Blick zu sein scheint. 190, Rob County. Can you see if we have any contact info for the Aura? Sarah Stern. Sarah Stern wächst als Einzelkind bei ihren Eltern in gut behüteten Verhältnissen in der kleinen Küstenstadt Neptune City im US-Bundesstaat New Jersey auf. Lange glauben ihre Eltern, dass sie keine Kinder bekommen können. Als es endlich doch klappt, schenken sie ihrer einzigen Tochter all ihre Zuneigung. Sarah liebt es zu zeichnen und postet ihre Kunstwerke auf Twitter. Nach ihrem Highschool-Abschluss beginnt sie Kunst und Film am College zu studieren. Außerdem hat sie noch eine weitere Leidenschaft: Toronto. Sie ist fasziniert von der Stadt, reist oft nach Kanada und ihr großer Traum ist es, einmal in Toronto zu leben. Allerdings nur mit ihrem Hund Buddy, der ihr nie von der Seite weicht und dem sie sogar an Halloween ein eigenes Kostüm bastelt. Bis zum Jahr 2013 führt Sarah ein Leben, wie es die meisten Teenagerinnen führen. Sie verbringt viel Zeit mit ihrem Freundeskreis, lernt für die Schule, ist im Schwimmteam und spielt Softball. Doch das Leben für ihre Familie verändert sich 2013 tragisch. Sarahs Mutter stirbt an Krebs. Als einziges Kind ihrer Eltern muss sie nicht nur mit ihrer eigenen Trauer zurechtkommen, sondern auch ihrem Vater Michael eine Stütze sein. Halt geben Sarah ihre Freunde und Freundinnen. Einer von ihnen ist Liam McAtesney, Sarahs engster und längster Freund. Die beiden kennen sich, seitdem sie 6 sind. Sie sind zusammen aufgewachsen, haben zusammen bei der Freiwilligen Feuerwehr angefangen und die Familie Stern kennt Liam, seitdem er klein ist. Sarahs Vater hat die beiden jeden Morgen zur Schule gefahren. Und in der Weihnachtszeit, in der Michael Stern an der Grundschule den Weihnachtsmann gespielt hat, hat er Liam als besten Freund seiner Tochter immer besonders viele Süßigkeiten gegeben. Auch wenn die beiden in der Highschool verschiedene Interessen entwickelt haben, sind Sarah und Liam eng verbunden geblieben. Sarah ist extrovertiert, ist viel unterwegs, interessiert sich für Fotografie und Social Media, wohingegen Liam eher als ruhig und unauffällig beschrieben wird, der die meiste Zeit zusammen mit seinem besten Freund Preston Taylor zu Hause abhängt. Trotzdem verbringen Sarah und Liam weiterhin gerne und viel Zeit zusammen. Liam listet sie auf seiner Facebook-Seite als Schwester auf. Auch mit seinem Freund Preston versteht sich Sarah gut. 2015 begleitet sie ihn zusammen mit Liam als Date bei seinem Abschlussball. Das Verschwinden. Liam und Preston ziehen nach dem Abschluss zusammen in eine WG in der Nachbarstadt Neptune City. Auch Sarah bleibt für ihr Studium in ihrer Heimat. Auch wenn sie davon träumt, eines Tages in Kanada zu leben. Und mit der bevorstehenden Präsidentschaftswahl und der Prognose, dass Donald Trump siegen wird, postet sie Anfang November 2016, dass sie wohl früher als erwartet die USA verlassen wird. Der Kontakt zwischen Sarah, Liam und Preston ist weiterhin sehr eng und der Freundeskreis trifft sich oft an den Wochenenden. So auch am 2. Dezember 2016. Sarah ist an diesem Wochenende alleine. Ihr Vater Michael und dessen neue Freundin machen Urlaub in Florida. Die 19-Jährige trifft sich an diesem Tag mit Liam. Sie fahren an diesem Nachmittag zusammen zu Taco Bell und sind bei Sarah, bis Liam zu seinem Nebenjob in einem Restaurant muss. Um kurz vor 3 Uhr in der Nacht auf den 3. Dezember fährt ein Uber-Fahrer über die Route 35-Brücke, die beiden kleinen Städte Belma und Neptune City verbindet und über den Shark River führt. Mitten auf der Brücke steht ein Auto. Ihm kommt es merkwürdig vor, denn niemand ist weit und breit zu sehen. Er steigt deshalb aus und sieht, dass der Wagen nicht abgeschlossen ist. Auch der Zündschlüssel steckt noch. Umgehend ruft er deshalb die Polizei. Not emergency. Actually on the Belmar Bridge, right after heading
south in the middle of the bridge. There's a car that's abandoned. It's off to the side of the road. But the Belmar Bridge being the 35 bridge? Yeah, the 35 bridge would be going over the, going from north going south. Into Belmar? Into Belmar, yeah. And was there anybody inside the vehicle? I looked, no. Okay. Unless they were sleeping. I couldn't see them by their head being up. Nobody was fighting for in it. All right. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein Mensch auf dieser Brücke das Leben nimmt. Auch wenn der Shark River flach ist, hat er eine gefährliche Strömung, die Menschen raus aus dem Hafengebiet hinein in den Atlantischen Ozean zieht. Die Polizei lässt das Kennzeichen checken. Gemeldet ist der Wagen auf eine Lillian Stern. Doch die 96-Jährige fährt schon lange kein Auto mehr. Ihre Enkelin Sarah nutzt es stattdessen. There's a teenager that's supposed to be driving. It's parked on top of that bridge. We're getting no answer at the house. I have an open door at the house. I might go inside and make sure everything is kosher here. I want to make sure we don't have a jumper. All right, brother. Okay. Mount yourself real well. That's in safe place. Hello. Hello. That's in safe place. Die Polizei findet ein menschenleeres Haus vor. Merkwürdig ist allerdings, dass noch Licht brennt. Nur Sarahs Hund Buddy ist im Haus. Er ist eingesperrt in einem kleinen Zwinger. Als Sarahs Familie und ihr Freundeskreis später davon erfahren, ist es für sie der erste Hinweis, dass die 19-Jährige nicht freiwillig verschwunden ist. Niemals wäre sie ohne Buddy gegangen. Niemals hätte sie ihren Hund ohne Futter und Wasser zurückgelassen, während sie gewusst hat, dass ihr Vater erst einige Tage später zurückkehren wird. Michael Stern wird noch in der Nacht kontaktiert. Er versucht mehrmals, seine Tochter zu erreichen. Doch sie geht nicht an ihr Handy und antwortet ihm nicht. Er zögert keine Sekunde und fährt mit seiner Freundin in Florida los. 16 Stunden Fahrt liegen vor ihm, die er ohne Pause durchfährt. 16 Stunden, in denen er ununterbrochen versucht, Sarah zu erreichen und denen die Angst um seine Tochter seine Gedanken bestimmt. Die Suche. Während Sarahs Vater auf dem Rückweg ist, beginnt die Polizei in Neptune City das Verschwinden von Sarah zu untersuchen. Hat sie sich wirklich auf der Brücke das Leben genommen? Oder steckt hinter dem Offensichtlichen etwas ganz anderes? Als die Polizei in der Nacht das Haus von Sarah und ihrem Vater durchsucht, bemerkt eine Nachbarin das Treiben. Sie kennt die 19-Jährige seit ihrer Geburt und ihre eigene Tochter ist ihr gesamtes Leben mit Sarah befreundet. Sie sagt gegenüber der Polizei aus, dass Sarah und ihr Freund Liam McAtesney am Nachmittag zusammen im Haus waren. Sarah hat ihr an diesem Tag noch einige Kisten mit Sachen ihrer verstorbenen Mutter vorbeigebracht. Ihre Nachbarin lagert diese in ihrer Garage. Sie sagt zur Polizei, dass sie nicht ausschließen könne, dass Sarah depressiv ist. Schließlich leidet sie immer noch unter dem Tod ihrer Mutter. Noch in der Nacht sucht die Polizei Liam McAtesney auf, der scheinbar den Tag mit ihr verbracht hat. Ihnen öffnet ein sichtlich verschlafener Liam, der keine Ahnung hat, wo seine Freundin ist. Liam, you Liam? You got a second? Can I come in and talk to you real quick? Yeah, no problem, officer. Is Sarah here by chance? No. When was the last time you talked to her? I was with her today. Turn some light on if you don't mind. I mean, we went to get food today. And you went to work over time? 4:30. Okay, so you haven't talked to her since 4:30? You have a cell phone you can reach out to her on? I actually haven't been able to find my cell phone. Any idea where it's at? I've been calling all day. What's her mindset last time you talked to her? I just know she's been trying to get away. She's been telling me she's going to Canada. Trying to get away, okay. Canada, she's been real depressed lately? Her dad is crazy. Okay, and then she's dealing with the loss of her mother. Liam scheint es nicht ausschließen zu können, dass sie Sarah etwas angetan hat. Und noch etwas fällt der Polizei auf. Die Beziehung zwischen Sarah und ihrem Vater soll angespannt gewesen sein. Eine Aussage, die sich mit dem bisherigen Wissensstand der Polizei nicht deckt. Michael Stern, der zu diesem Zeitpunkt sofort aus Florida aufgebrochen ist und sich scheinbar große Sorgen um seine Tochter macht, hat nicht erwähnt, dass es Spannung zwischen Sarah und ihm gegeben habe. In den folgenden Tagen kann Sarahs Freundeskreis diese Aussage nicht bestätigen. Natürlich gibt es ab und zu Streit zwischen Sarah und Michael, doch das sind nicht mehr als die typischen Streitigkeiten einer Teenagerin mit ihrem Vater.
Auch gegenüber der Polizei wirkt Michael Stern wie ein aufrichtig, engagierter, liebender Vater, der in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten alles daran setzt, das Verschwinden seiner Tochter aufzuklären, um sie endlich wieder bei sich zu haben. Am nächsten Morgen beginnt eine groß angelegte Suche nach der 19-Jährigen. Hubschrauber kreisen über dem Shark River, Boote fahren die Küste ab und überall ist Polizei. Es ist ein Bild, das sich den Menschen in der Gegend einprägt. Eigentlich kennen sich hier alle. Auch Sarah kennt die meisten, zumindest vom Sehen. Und es ist kein Ort, an dem sich Verbrechen ereignen. Doch was ist wirklich mit Sarah passiert? Hat ihr Umfeld nicht gesehen, in welchem psychischen Zustand sie sich befindet, dass sie keinen anderen Ausweg als den Suizid gesehen hat? Oder hat sie Sarah doch nach Toronto abgesetzt und mit dem Auto und ihrem zurückgelassenen Hund einen Suizid vorgetäuscht, damit niemand nach ihr sucht? Geld, um ein neues Leben zu beginnen, hätte Sarah gehabt. Ihre Mutter hat ihr mehrere $10,000 vererbt. Ein Erbe, von dem selbst Michael nichts weiß. Doch ein freiwilliges Untertauchen können sich nur die wenigsten im Verschwinden von Sarah Stern vorstellen. Noch am 3. Dezember 2016 wird Liam erneut von der Polizei befragt, der aussagt, dass Sarah bereits Jahre zuvor suizidales Verhalten gezeigt habe. Als Michael Stern endlich in Neptune City ankommt, beginnt er zusammen mit Sarahs Freundes- und Bekanntenkreis eine groß angelegte Suchaktion, bei der er ganz Neptune City sich beteiligt. Auch wenn die Polizei seit 2 Tagen keine Möglichkeit ausgelassen hat, die 19-Jährige zu finden, ist die Angst bei ihrem Vater riesig. Es ist kalt und die Zeit spielt gegen sie. Selbst wenn Sarah nicht von der Brücke gesprungen und untergetaucht ist, machen die Temperaturen ein Überleben draußen in der Kälte fast unmöglich. Auch die lokale Presse berichtet umfangreich vom seltsamen Verschwinden von Sarah Stern und der verzweifelten Suche. Michael und ihr Freundeskreis geben Interviews. Auch Liam spricht in die Kameras, der hofft, seine Freundin aus Kindertagen endlich wiederzufinden. Pretty strong, so hopefully we're gonna find something today. Am 6. Dezember 2016 wird Liam erneut von der Polizei befragt. Who do you live with, Liam? I live with my roommate, Preston Taylor. Is he friends with Sarah also? Yeah, we all went to high school together. What's the extent of your relationship? I would say we're pretty close friends. Was she ever your girlfriend? No. Does she ever talk about liking guys or? Not that I know of. Girls? No. She has been known to obsess over girls in the past, though. She just would always say stuff like, Maggie, if you don't come here right now, I'm gonna kill myself. One thing I want to talk to you guys about was if she did jump off the bridge, what are the odds that she's not somewhere all the way out in the ocean by now? Did she tell you she was going to jump off the bridge? No. If she had told me that she was going to jump off the bridge, there would have been no way that I could have gone to work that night. She's just been saying she needs to get away, go to Canada, get away from her dad. Is she in Canada? I couldn't tell you. I can honestly tell you that. I'm one of her closest friends, and I have no idea why she wouldn't tell me anything before she left. Den Ermittlern erscheint es allerdings seltsam, dass der 19-Jährige ein ganz anderes Bild von Sarah abgibt als alle anderen, mit denen sie gesprochen haben. Sie haben gesagt, dass Sarah eine fröhliche, glückliche Person ist. Trotz des schweren Verlustes hat sie nie ihre Lebensfreude verloren und sie hat sich schon sehr auf ihr zukünftiges Leben, vielleicht sogar in Toronto, gefreut. Liam hingegen gibt der Polizei ein Bild einer psychisch instabilen Person ab. Er könne nicht ausschließen, dass Sarah Suizid begangen oder für immer den Kontakt mit allen abgebrochen hat und weggezogen sei. Sarah habe bereits in der Vergangenheit psychische Auffälligkeiten gezeigt. Sie hätte ihre Ex-Freundin gestalkt und ihr angedroht, dass sie sich umbringen wird. Eine Aussage, die sonst niemand bestätigen kann. Und noch etwas findet die Polizei in Liams Befragung merkwürdig.
Er fragt nicht, wie er die Suche weiter unterstützen kann, sondern ob sie bereits in den Atlantik getrieben wäre, wenn sie gesprungen sei. Irgendetwas stimmt nicht mit Liam McGatesney, da ist sich die Polizei schnell sicher. Weiß er, wo sich Sarah aufhält? Hat er ihr vielleicht bei ihrer Flucht geholfen? Einen Tag später wird sein Mitbewohner Preston Taylor befragt. Seine Aussage deckt sich mit der von Liam. Liam hat den Nachmittag des 2. Dezember mit Sarah verbracht. Danach war er zur Arbeit und kam am späten Abend nach Hause. What do you think, Sam? I think she jumped. Okay, why do you think she jumped? Just from the stories that I've heard about what goes on up there, her dad. Doch die Polizei hört auch, wie Prestons Stimme bricht und er sich Tränen aus den Augen wischt, als sie ihn fragen, ob er wüsste, wo Sarah ist. Eine Nachbarin der Stearns hat eine Überwachungskamera, die ihre Auffahrt aufnimmt. Sie sehen, wie Sarah und Liam am 2. Dezember losfahren und wieder zurückkommen. Und sie sehen, wie in der Nacht das Auto von Sarahs Großmutter erneut die Auffahrt verlässt. Doch wer am Steuer sitzt, ist nicht zu erkennen. Während Tage und Wochen vergehen, in denen niemand etwas von Sarah gehört oder sie gesehen hat, hofft ihr Freundeskreis, dass sie wirklich nach Kanada gegangen ist. Sie können nicht akzeptieren, dass die fröhliche 19-Jährige von der Brücke in den Tod gesprungen sei. Es passt einfach nicht zu ihr. Eine Freundin von Sarah kontaktiert sie jeden Tag über Instagram. Sie bittet sie, ihr versteckte Hinweise zu geben, dass sie noch lebt. Sie solle sich einen Fake-Account anlegen und ihr folgen. Doch auf eine Antwort oder einen Hinweis wartet sie vergeblich. Die Polizei hingegen hält es für unwahrscheinlich, dass sie Sarah wirklich abgesetzt hat. Ihre Handydaten, ihr Bankaccount und Social-Media-Aufzeichnungen zeigen, dass sie das letzte Mal am 2. Dezember 2016 aktiv war. Auch wenn Sarah am Tag ihres Verschwindens noch einmal bei der Bank war, ist der Großteil ihres Erbes noch im Safe. Würde sie das Geld nicht brauchen, wenn sie wirklich vorgehabt hätte, ein neues Leben zu beginnen? 2 Monate quält fast jeden in Neptune City diese Frage. Sie können nicht begreifen, dass sie Sarah wirklich das Leben genommen haben soll, aber können sich auch nicht erklären, dass Sarah ihr altes Leben einfach hinter sich gelassen habe. 2 Monate müssen vergehen, bis sie endlich Antworten haben. Antworten, die jeden letzten Funken Hoffnung zerstören. Die Falle. Thanksgiving 2016. Eine Woche vor Sarahs Verschwinden. Anthony Curry ist an diesem Abend auf dem Weg zu Liam McGatesney. Die beiden kennen sich noch aus Schulzeiten. Er ist zusammen mit Liam, Preston und Sarah auf die Neptune City High School gegangen. Anthonys größte Leidenschaft sind Filme. Er will eines Tages selbst Filmemacher werden und Liam und er fantasieren oft über Filmideen. So auch an Thanksgiving, als die beiden den Abend verbringen. Liam hat wieder eine Idee für einen blutigen Horrorfilm. Ein Junge tötet seine beste Freundin. Er erwürgt sie, um an ihr Erbe zu kommen, und um ihre Leiche loszuwerden, wirft er sie zusammen mit einem Kumpel über eine Brücke ins Meer. Es ist wieder nur eine von Liams vielen Ideen, denkt sich Anthony, ein Gespräch, das er schnell wieder vergisst. Selbst als Sarah gesucht wird, verschwendet er keinen Gedanken daran, dass das, was Liam ihm als Filmidee verkauft hat, ein realer mörderischer Plan war. Ein Plan, den er seit 6 Monaten gefasst hatte. Erst als Liam ihn regelrecht mit Nachrichten bombardiert, fällt Anthony das Gespräch der beiden wieder ein. Fast jeden Tag schreibt Liam ihm, ob die Polizei ihn bereits befragt hat und was Anthony ihnen erzählt hat. Warum scheint das seine einzige Sorge zu sein, während seine beste Freundin immer noch verschwunden ist? Anthony meldet seine Bedenken bei der Polizei. Auch ihnen sind bei Liams Befragung bereits die seltsamen Bemerkungen und Fragen des 19-Jährigen aufgefallen. Doch sie haben nichts gegen ihn in der Hand. Zusammen mit Anthony wollen sie das ändern. Sie konstruieren mit Liams Freund eine Geschichte. Anthony soll Geldsorgen vortäuschen. Seine teure Kamera sei kaputt gegangen und er wolle sich Geld leihen. Liam kauft ihm die Geschichte ab. Er beginnt darüber zu schreiben, dass auch er nicht viel Geld hat.
dass er eigentlich gedacht hätte, durch eine Sache jetzt mehrere $10,000 zu haben und dass es etwas ist, worüber er am Telefon nicht schreiben könne. Schließlich willigt Liam ein, sich mit Anthony zu treffen, um alles zu besprechen. Ein Treffen in Anthonys Auto, in dem die Polizei vorher Kameras und Mikrofone verbaut hat. Die Polizei weiß, dass sie nur diese eine Chance haben, um ein mögliches Geständnis von Liam zu bekommen. Gleichzeitig ist die Situation gefährlich. Liam könnte ahnen, dass es eine Falle ist. Oder die Kameras entdecken. Und wenn er wirklich Sarah getötet hat, ist Anthony mit einem Mörder allein. Nach lediglich einer Viertelstunde ist das Treffen beendet. Und Anthony hat ein Geständnis aufgenommen. Liam hat seine Freundin Sarah getötet. Preston Taylor hat ihm dabei geholfen. Die Tat. And it took me a half an hour to kill her. I thought I was going to be able to choke her out and have her out in like a couple minutes. Was sich wirklich abgespielt hat, kann nur aufgrund des aufgezeichneten Geständnisses von Liam und der Aussage von Preston rekonstruiert werden. Liam streitet auch vor Gericht noch den Mord ab und Sarahs Leiche konnte bis heute nicht gefunden werden. Am Abend des 2. Dezember 2016 klingelt das Handy von Preston Taylor. Liam ist am anderen Ende und sagt: Ich bin bei der Bank, ich werde es jetzt tun. Ich werde sie ausschalten. Mit der Bank meint er seine Freundin Sarah, mit der er seit er 6 Jahre alt ist, befreundet ist, die zusammen aufgewachsen sind und die ihm alles anvertraut. Ein Vertrauen, das ihr Todesurteil ist. Denn Sarah hat ihm vor 6 Monaten erzählt, dass ihre Mutter ihr eine stattliche Summe vererbt hat. Ein Teil ist im Banktresor, einen anderen Teil hat sie in einer Kiste in ihrem Zimmer versteckt, von dem auch ihr Vater nichts weiß. Als Liam das erfährt, reift über Monate sein Plan. Er will Sarah töten, um an ihr Erbe zu kommen. Er denkt, dass sie $50,000 bis $100,000 versteckt hat, wie er es im aufgezeichneten Geständnis gegenüber Anthony sagt. Dass er sich damit maßlos überschätzt und am Ende für lediglich $7,000 einen Mord begeht, scheint ihn auch im Gespräch mit Anthony zu ärgern. Laut eigener Aussage erwürgt er Sarah am 2. Dezember. 30 Minuten schaut er ihr bei ihrem Todeskampf zu, bevor er ihre Leiche in ein Gebüsch versteckt und zur Arbeit geht, als sei nichts gewesen. Danach fährt er in seine WG, in der er mit Preston lebt und den er mit den Worten »Alter, ich hab's geschafft« vom Mord erzählt. Liam bittet ihm zu helfen, die Leiche loszuwerden. Außerdem hat Liam sein Handy im Haus von Sarahs Vater vergessen. Um kurz vor 0 Uhr nehmen die Überwachungskameras der Nachbarin auf, wie Sarahs Auto losfährt. Liam und Preston haben die tote 19-Jährige im Wagen versteckt und fahren mit ihrer Leiche zur Brücke, um Sarahs Körper in den Shark River zu werfen, damit alles wie ein Suizid wirkt. Als Sarahs Vater erfährt, was wirklich mit seiner Tochter passiert ist und wer hinter der schrecklichen Tat steckt, ist er fassungslos. I was better with Sarah being missing and maybe she left without telling anybody or... You know, she just wanted to get away. I didn't think that she was killed. Just being murdered. It's just a horrible thing to hear. And then hearing and seeing the two boys that I knew. Wie konnten zwei ihrer engsten Vertrauten Sarah so etwas antun? Menschen, die sie seit ihrer Kindheit kennen, die Michael ihr gesamtes Leben kennen. Es ist ein Gefühl des unerträglichen Schmerzes, erinnert sich Michael in einem Interview. Leere, als wäre man hingefallen und jemand würde noch einmal nachtreten. Es raubt einem den Atem. Es ist ein schreckliches Gefühl. Unbeschreiblich schmerzhaft. Am 1. Februar 2016 werden Liam McAtesney und Preston Taylor verhaftet und einen Tag später findet die erste Anhörung vor Gericht statt. Preston gesteht sofort, bekennt sich schuldig in sämtlichen Anklagepunkten und kooperiert mit der Polizei. Er sagt ihnen, wo Liam das gestohlene Geld von Sarah vergraben hat und begeht mit ihnen das Haus von Sarahs Vater, wo er der Polizei zeigt, wie er den Tatort vorfand, als Liam ihn dazugeholt hatte. Auch im späteren Gerichtsverfahren zeigt sich Preston voller Reue. Bevor sein Urteil verkündet wird, richtet er sich an die Hinterbliebenen von Sarah.
Es gibt so viele Dinge in dem Szenario, bei denen ich mir wünschte, ich könnte sie rückgängig machen. Ich hätte etwas tun müssen, um ihn zu stoppen. Ich wünsche mir mehr als alles andere, ich hätte es getan. Es tut mir leid. Er wird wegen Raub, Störung der Totenruhe und Behinderung der Justiz zu 18 Jahren Haft verurteilt. Ganz anders zeigt sich Liam McAtesney vor Gericht. Er und seine Verteidigung bezeichnen Preston als Lügner. Liam habe nichts mit dem Verschwinden von Sarah und schon gar nichts mit einem Mord zu tun. Trotz des Geständnisses auf Video, das vor Gericht abgespielt wird, bleibt sein Verteidiger bei der Version, Liam wollte nur angeben und habe sich die Geschichte ausgedacht, um Anthony mit seiner Filmidee zu imponieren. Die Jury kauft ihm das allerdings nicht ab. Er wird in allen Anklagepunkten, darunter Mord, Raub mit Todesfolge und Störung der Totenruhe, schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Für Sarahs Vater nur ein schwacher Trost. Er hat nicht nur innerhalb kürzester Zeit erst seine Frau und dann auch seine Tochter verloren, sondern auch keinen Ort, an dem er um Sarah trauern kann. Denn bis heute konnte ihre Leiche nicht gefunden werden. Auch wenn er weiß, was mit seiner Tochter passiert ist, kann er nicht abschalten. Immer noch sucht er nach seiner toten Tochter. Und es vergeht kein Tag, an dem er nicht daran denken muss, dass Sarah von ihren engsten Freunden getötet wurde. Ich kann mich nicht konzentrieren und kann nicht beeinflussen, welche Erinnerungen Gedanken an Sarah triggern können. Ich habe ein riesiges Loch in meinem Herzen, das niemals heilen wird.